Ja, vielen Dank, Maike. Ich möchte nochmal besonders die Frauen unter uns ermuntern, sich für Redebeiträge zu melden und sich hier einzuwerfen. Dann möchte ich jetzt Ska Keller begrüßen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diesen Antrag, Maike. Vielen Dank, Monika, dass du dich hier so auf lokaler Ebene einsetzt. So einen Einsatz, den würden wir auch gerne mal auf europäischer Ebene beobachten. Den sehen wir da leider nicht so oft. Und ich muss es euch nicht erzählen, aber vor wenigen Wochen, da sind eben fast 400 Menschen ertrunken, kurz vor Lampedusa, auf dem Weg in die Europäische Union, auf dem Weg in das, was sie glaubten, ihnen Schutz und Sicherheit bietet. Sie waren auf dem Weg weg vor Verfolgung, Krieg, vor Armut. In Europa hätten sie dann einen Asylantrag stellen können. Aber was ist eigentlich dieses Asyl wert? Was sind all diese Asylrichtlinien, was sind all die Verordnungen wert, wenn man sich erst in Lebensgefahr begeben muss, um es beantragen zu dürfen? Was ist es wert, wenn Menschen erst Meere, Zäune, Stacheldraht und unnachgiebige Grenzbehörden überwinden müssen, damit sie hier erstmal ihren Antrag einreichen dürfen? Kurz, was ist ein Recht auf Asyl ohne den Zugang dazu? Und was ist Asyl wert, dass man nur in einem bestimmten Land beantragen darf? Und auch dann darf man da nur Asyl beantragen, wenn alle wissen, dass es faktisch nicht möglich ist, dass es keinerlei Unterstützung bedeutet, dass es keinerlei Wert hat. Was ist es dann wert, dieses Asyl? Wer das Recht auf Asyl verteidigen will, der muss reguläre, ungefährliche Zugangsmöglichkeiten schaffen für Flüchtlinge. Und wer will, dass die UN-Flüchtlingskonvention mehr wert ist, als dass es nur ein Stück Papier ist, der muss auch die Dublin-Regelung abschaffen. Denn dieser unglaubliche Verschiebebahnhof, den wir uns momentan leisten, und es kostet einiges, der geht zu Lasten der europäischen Solidarität und er geht zu Lasten der Flüchtlinge. Die Abschottungspolitik von EU und Mitgliedstaaten verschlimmert das Problem noch. In Spanien und Bulgarien werden gerade Zäune gebaut gegen Migrantinnen und Migranten, und zwar mit europäischen Mitteln. Pro Asyl berichtet gerade von menschenrechtsverachtenden und auch rechtswidrigen Abdrängungsaktionen im Mittelmeer. Und was macht die Kommission? Sie sagt nicht, das ist illegal, Griechenland, wir machen ein Verfahren, wir eröffnen ein Verfahren, wir stellen euch vor den Gerichtshof. Nein, die Kommission sagt, ja, das müssen wir jetzt legalisieren. Und über diesen Gesetzesentwurf, die Legalisierung von den sogenannten Pushbacks, werden wir in dieser Woche, in der kommenden Woche auch abstimmen. Und ich sage, wir dürfen das nicht zulassen. Wir versuchen alles im Europäischen Parlament, dass das nicht durchgeht. Und ich hoffe, ihr seid da mit uns. Bei der Abstimmung geht es übrigens auch darum, ob wir endlich verbindliche Regeln zur Seenotrettung bekommen. Ihr wisst, das Problem im Mittelmeer ist nicht so sehr die Überwachung, die da fehlen würde, sondern die Frage, wer hilft, wenn wir wissen, dass ein Schiff in Seenot ist. Und da hat die Kommission, das muss man auch ihr zugestehen, endlich vorgeschlagen, es soll verbindliche Seenotrettungsregeln geben. Und die Mitgliedstaaten, allen voran auch die Große Koalition, werden die allerdings ablehnen. Die Große Koalition möchte, statt auf Seenotrettung zu setzen, lieber in teure und unnötige Überwachungstechnologien stecken, mit der sie alle Flüchtlinge diskriminieren. Wir brauchen in Europa endlich eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik. Und die nächste Europawahl wird ja entscheidend sein. Rechtsextremismus greift um sich, lokal, aber eben auch in Europa. Wir als Grüne müssen uns da ganz klar abgrenzen. Wir müssen ganz klar für die Rechte von Flüchtlingen eintreten, auch wenn das nicht immer bequem ist. Denn in Deutschland, in Europa und in Berlin brauchen wir endlich eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik, ein Recht auf Asyl, das seinen Namen auch verdient. Vielen, vielen Dank. Applaus